Herzlich willkommen, mein Name ist Carlos Martins vom Traders Club 24 und ich stelle euch heute in diesem Video vor, wie man Standardindikatoren in den MetaTrader einfügt, eventuell verändert und werde euch das gleich mal demonstrieren. Wir haben hier oben auf der Ansichtseite, ja, können wir einmal hier oben draufdrücken und auf den sogenannten Navigator drücken. Ja, wenn wir das hier machen, Navigator, dann erscheint hier der sogenannte Navigator. Ansonsten, wenn ich den jetzt mal schließe und oben auf dem Cursor haben wir auch dieses Schild mit dem Sternchen hier draufdrücken und dann öffnet sich hier die Navigator-Seite. Und jetzt gehen wir hier auf dieses Pluszeichen, auf Indicator, auf Indikatoren und hier findet ihr die voreingestellten Indikatoren. Ja, und viele haben mich auch gefragt, Mensch, Carlos, wie kann man denn zum Beispiel ein MACD einfügen oder verändern? Ja, relativ einfach, wir gehen hier runter und sehen denn hier den MACD einmal draufdrücken, dann ist er blau untermalt, dann kann ich den entweder hier rüberziehen ins Chartbild und bevor das eingefügt wird, werde ich hier gefragt nach Einstellungen. Also wenn ihr in Büchern, Literatur oder auf Seminaren Trader findet, die sagen, die haben arbeiten mit besonderen Einstellungen für den MACD oder für den MACD, ja, dann könnt ihr diese Parameter hier verändern. Ihr könnt die Farben verändern, ja, und die Ebene nachher könnt ihr separat euch einstellen. Ja, ich drücke jetzt mal hier auf OK und jetzt seht ihr hier im Chartbild den MACD mit den Voreinstellungen. Und den könnt ihr eben halt hier farblich dementsprechend verändern. Wenn ich den rausnehmen möchte, rechte Maustaste draufdrücken, Indikator löschen und wir haben den Indikator raus. Nochmal MACD, Doppelklick und es öffnet dieses Fenster, dann kann ich einstellen, ich drücke auf OK und kann jetzt hier den MACD dementsprechend einfügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zusätzlich vielleicht die was haben wir denn noch hier an Indikatoren? Momentum ist doch gar nicht schlecht. Also Momentum, Doppelklick, auch hier wieder die Ebene. Wenn wir jetzt Momentum noch uns dazu nehmen, dann haben wir hier den Momentum Indikator auch hier drin. Ja, wenn ich das jetzt verändern möchte, auch da komme ich gleich hinzu. Also nochmal hier rechte Maustaste auf den Indikator raufgehen, ja, Indikator verändern oder wenn ich hier raufgehe, Indikator löschen und dann ist der Indikator auch wieder gelöscht. Also Momentum nochmal Doppelklick machen und jetzt haben wir hier den Indikator mit eingefügt. Und ich werde dann auch immer gefragt, kann ich denn zum Beispiel auch einen sogenannten Moving Average mit einfügen in den einzelnen Indikator? Ja, das könnt ihr. Und das werde ich euch jetzt auch einmal demonstrieren. Also wenn ihr ganz normal den Moving Average hier drauf drückt, Moving Average, und dann Doppelklick macht und ich habe jetzt den 10er mal drin, dann kommt das hier oben auf unser Chartbild. Aber das wollte ich gar nicht. Ja, also aufpassen. Nochmal, ich nehme mal die Moving Average raus, rechte Maustaste, Indikator löschen, ist da raus. Und zwar drücken wir auf die Moving Average, gehen hier rüber in dieses Fenster, Momentum, denn ich möchte gerne den Moving Average mit dem Momentum gecrossen, raufdrücken. Dann öffnet sich hier das Fenster. Dann kann ich die Periode auch dementsprechend wieder einstellen, ob simple, smooth, dementsprechend. Ja, ich lasse mal auf bei Exponential. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt hier Anwendung auf Close. Jetzt drücke ich hier rauf auf dieses Feld. Ja, und hier unten steht First Indicator Starter. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, First Indicator Starter. Wenn ich da jetzt drauf drücke und sage, und achtet jetzt mal bitte auf unten auf dieses Feld im Momentum. Und wir haben jetzt den Moving Average ja auf einem Indikator mit aufgespielt. Ja, und so könnt ihr schauen, wenn es crossed, ja, wenn wir jetzt hier oben ein Cross haben oder hier unten ein Cross haben, ja, all diese ganzen Dinge können euch vielleicht weiterhelfen oder wenn ihr das in
wie gesagt, Seminaren, Webinaren oder Literatur gelesen hat, ist relativ einfach, wie wir das Ganze reinfügen. Ich zeige euch das noch einmal ganz schnell. Also Indikator löschen. So, wenn wir jetzt hier Momentum uns einfügen, also Doppelklick, Momentum und Momentum ist drinne. Wenn ich jetzt die Moving Average reinnehme, jetzt nicht Doppelklick machen, wenn ich jetzt Doppelklick mache, ja, passiert Folgendes wieder, dann ist der Markt da oben. Also das nicht machen, sondern rechte Maustaste, sondern Moving Average einmal links anklicken, linke Maustaste gedrückt halten, rüberziehen, rüberziehen und dann den so verändern, dass wir hier unten auf First Indicators Data gehen. Da drauf drücken und dann habe ich diesen hier drin. Was ich auch noch gefragt werde immer, wenn man mit mehreren Indikatoren arbeitet, dass die Bilder dann oben und unten und es ist nicht mehr aufgeräumt. Auch das ist ein kleiner Tipp von mir. Ja, einfach rechte Maustaste und automatisch anordnen. Wenn ihr das hier seht, automatisch anordnen. Wenn ich da drücke, seht ihr, dass die Bilder jetzt hier alle vernünftig sind. Wenn ich das jetzt noch mal klein mache hier, ja, und will das alles vernünftig haben und vielleicht nehme ich da noch ein RSI noch mit rein. Ja, wenn ich den RSI noch mit reinnehme und habe den jetzt hier klein und den habe ich jetzt so, ja, einfach rechte Maustaste rangehen, automatisch anordnen und dann ist alles wieder aufgeräumt. Ja, wenn ich den RSI wieder löschen möchte, rechte Maustaste, Indikator löschen. Ja, wenn ich den ersten Momentum nach oben ziehen müsste, dann müsste das einfach nur den, auch das werde ich gefragt, wie kann ich das Ganze wechseln? Ich möchte gerne Momentum nach oben haben oder unseren Power IQ Indikator. Ja, einfach hier MACD Indikator löschen. Dann habt ihr den jetzt hier oben und dann nehmt ihr jetzt einfach den MACD dazu und dann habt ihr den hier unten. Das geht relativ einfach über diese Menüleiste. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder einen Trick mehr zeigen, wie man also einen Moving Average nicht automatisch oben hat, sondern auf einen Indikator legt. Wichtig ist, dass man ihn reinfügt, dann verändert und dann dementsprechend in den Chart einführt. Ja, wünsche euch gute Trades diese Woche. Euer Carlos, bis zum nächsten Mal.